Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Guten Morgen am Dienstag, dem 9. Mai. Guten Morgen beim Geek Talk Daily. Ich habe heute wieder 12 Technikthemen für euch vorbereitet. Wir beginnen beim Datenverbrauch in Deutschland, gehen dann zu Bitcoin, zu Gearbest, zu BlackBerry, zu Google, zu Huawei, zu Prime Now, zu Alexa, zu Amazon, zu Microsoft Surface und schließen mit dem Apple Affiliate Program. Wir beginnen mit dem Datenverbrauch in Deutschland. Dort gibt es jetzt sehr beeindruckende Zahlen der Bundesnetzagentur. Im letzten Jahr wurden 22,5 Milliarden Gigabyte Daten allein in Deutschland quasi verbraucht. Verbraucht ist immer so ein schwieriges Wort, weil Daten verbrauchen sich letztlich ja nicht. Aber immerhin, es wurden quasi 22,5 Milliarden Gigabyte Daten in der Gegend herumgeschickt, um es mal so zu sagen. Weniger technisch, aber vielleicht passender. Pro Kopf sind das quasi 60 Gigabyte pro Monat. Das ist durchaus schon eine anständige Zahl. Im Vergleich dazu, 2015 waren es noch 47 Gigabyte je Kopf. Im Vergleich zu 2011, da waren es sogar nur 17 Gigabyte. Wir kommen zu Bitcoin und der Bitcoin-Kurs ist aktuell wieder auf einem Höhenflug. Der Kurs ist momentan so irgendwo bei 1600, 1650 US-Dollar je Bitcoin. Ein Allzeithoch. Das ging jetzt wieder sehr schnell. Im März war der Kurs noch auf unter 1000 Dollar. Damals lag es daran, dass ein Bitcoin-Fund quasi abgelehnt wurde. Jetzt gibt es neue Gerüchte um einen neuen Bitcoin-Fund. Dementsprechend ist der Kurs wieder nach oben geklettert. Die Deutsche Bundesbank warnt jetzt allerdings davor, dass man das eben nicht als zu hoch oder zu wichtig quasi nehmen darf, eben weil der Kurs halt sehr volatil sei und dass es nicht unbedingt ein stabiles Anlageprodukt ist. Eine Warnung, die wir im Geek Talk insofern ja auch schon hatten und die ich an dieser Stelle auch wieder wiederholen kann, obwohl ich Bitcoin-Kunde bin. Wir kommen zu Gearbest, das ist vielleicht so ein chinesisches Store, der im einen oder anderen Begriff ist. Die bieten immer ja, relativ interessante China-Gadgets zu sehr vernünftigen Preisen an. Und mittlerweile gibt es dort ja auch die German Line Express Option, wo man die Geräte dann immer relativ günstig und vor allem auch ohne große Probleme mit Zoll nach Deutschland liefern lassen kann. Gearbest baut seinen Service da jetzt insofern aus und hat gestern einen eigenen, ja, so quasi deutschen Store präsentiert. Im Endeffekt ist es nicht großartig was anderes als quasi der deutsche Teil der Webseite, der Webseite, die quasi eingedeutscht wurde, wenn man es mal so sagen. Aber unterm Strich, ja. Es gibt quasi mehr oder minder einen deutschen Rechtsrahmen, das heißt, ihr habt auch keine Probleme, was dann irgendwie wirklich Zollversand und Co. betrifft. Zusätzlich werden eben wichtige Dinge wie 2 Jahre Gewährleistung, 45 Tage Geld-Zurück-Garantie geboten. Wir haben ein Kundensend- und Kundenservice in deutscher Sprache, das ist ganz, ganz wichtig. Bezahlen kann man via PayPal, Kreditkarte und Idealüberweisung, das soll so ähnlich sein wie die Sofortüberweisung. Los geht's, ab sofort. Kommen wir zu BlackBerry. Wir waren gerade bei billigen Smartphones, mehr oder minder. Insofern, wir bleiben bei billigen Smartphones, wir kommen zu BlackBerry. Dort soll sehr bald der Key One erscheinen. Ein neues Android-Smartphone, das wieder auf eine QWERTY-Tastatur setzt. Dementsprechend werden aber die alten Smartphones gerade regelrecht verramscht. Die Preisempfehlung für den Priv, der auch auf eine physische Tastatur setzt, lag bisher bei 770 Euro. Jetzt im Mai-Sale geht er für 340 Euro über den Ladentisch. Auch andere Modelle sind reduziert. Wer Lust auf ein bisschen Retro hat oder Fan von BlackBerry ist, sollte auf jeden Fall bei BlackBerry reinschauen. Eben die ganzen BlackBerry-Smartphones, die auf Android setzen, sind aktuell sehr günstig zu haben. Wir kommen zu Google und die haben ja bald wieder ihre große Entwicklerkonferenz. Dementsprechend werfen auch einige Betriebssystem-Updates ihre Schatten voraus. Wir wollen jetzt nicht über Android O reden, sondern ich möchte über Google Fuchsia reden. Das ist ein Betriebssystem, das bereits seit letztem Jahr im August in den Gerüchten ist. Da gibt es einige ja, interessante Details dazu mittlerweile. Zum Beispiel setzt Google Fuchsia nicht auf Linux, also anders als Android und Chrome OS, sondern auf einen eigenen neuen Kernel, der Magenta heißt. Ja, ansonsten gibt es so die ersten Interface-Beispiele und die ersten, ich sag mal, Bilder dazu. Vielleicht sehen wir dann tatsächlich auf der Entwicklerkonferenz mehr dazu, falls ihr jetzt schon einen kleinen Blick darauf werfen wollt. In den Shownotes findet ihr einen Link. Wir bleiben bei Google, kommen dort aber zu Google Home, vielleicht in den News, die den Achim freuen wird als Google Home Kunde. Der kann jetzt mittlerweile Ambient Sounds abspielen, das heißt so schöne, ruhige Hintergrundmusik, zum Beispiel Geräusche eines Kamins, die Geräusche eines Waldes, des Ozeans, von Regen, des Flusses. Stelle ich mir durchaus ganz nett vor, ich muss gestehen, ich bin jetzt nicht so der Ambient oder White Noise Fan. Auf der anderen Seite, wenn ich das jetzt einfach so aus meiner Alexa rauslassen könnte, könnte ich mir schon vorstellen, warum nicht. Nette Idee von Google und immerhin, wenn es ja ein kostenloser Dienst, der da zusätzlich in die Box kommt, warum denn nicht? Wir kommen zu Huawei und dort wirft das Nova 2 seinen Schatten voraus. Sein Vorgänger, der Nova, war anscheinend eigentlich relativ beliebt. Ich muss gestehen, ich konnte nicht wirklich viel mit dem Handy anfangen, was vor allem an dem, naja, mehr oder minder sehr schnell zusammengeschusterten Design meiner Meinung nach lag.
Das dürfte sich jetzt mit dem zweiten Modell allerdings deutlich ändern und ich nehme mal an, dass auch das sehr, sehr beliebt sein wird. Es sieht im Endeffekt ja so ein bisschen dem P10 ähnlich. Mich erinnert es auch ein bisschen an das Honor 8, das ist ja auch die Günstigmarke von Google. Die ersten Bilder gibt es jetzt, wir haben sie im Blog verlinkt. Und daher, wenn ihr mal reinschauen wollt, ja, finde es ein gelungenes Gerät, wenn es tatsächlich so ausschaut. Optisch mag ich die Geräte ja generell sehr, auch das Honor 8. Dual-Kamera gibt es, ja, darf man gespannt sein, vor allem was das dann kostet und wann es denn endlich vorgestellt wird. Wir kommen zu Amazon. Und dort hat Prime Now jetzt eine neue Lieferoption, die zumindest in Spanien getestet wird. In Spanien werden per Prime Now jetzt auch Zeitungen ausgeliefert. Innerhalb einer Stunde soll die neueste Zeitung, quasi die neueste ausgewählte Zeitung, dann direkt bei euch sein. Ein interessantes Konzept. Auf der anderen Seite, Amazon hätte auch Ureader, man könnte auch dort Zeitungen ausliefern. Da gab es ja immer wieder die ein oder anderen Versuche, das hat sich aber auch meiner Meinung nach nicht durchgesetzt. Vielleicht ist das ein schlauer Umgang damit, um Zeitungen quasi direkt schnell zu liefern. Naja, warum nicht? Wir kommen zu Alexa, bleiben also insofern ein bisschen bei Amazon. Alexa wird jetzt auch endlich die Aufgabenlisten für Drittentwickler öffnen. Ein Wunsch, den ich schon sehr, sehr lange habe. Die Alexa-Box bietet die Möglichkeit, quasi so To-Do-Listen anzulegen und auch eine Einkaufsliste. Aber da immer nur für den eigenen Dienst. Da irgendwie andere Dienste hineinzubekommen, ist immer so ein bisschen ein Workaround. Ich habe es auf meinen zum Beispiel mit Wunderlist so schon gelöst. Trotz allem, wenn jetzt direkt Entwickler darauf zugreifen können und zum Beispiel einen Sync durchführen können. Praktische Idee, Amazon öffnet sich ja da eh immer weiter und weiter. Finde ich sehr angenehm, gute Sache. Wir bleiben bei Amazon, gehen aber in die deutschen Warenlager. Dort sollen in Zukunft Roboter eingesetzt werden. Im Endeffekt sollen die Roboter quasi ganze Regale oder Stellagen quasi mit Produkten zu den Mitarbeitern bringen, die das Ganze dann am Ende verpacken sollen. So sollen lange Wege eingespart werden. Ebenso soll es sich natürlich auch positiv auf die Zeit auswirken. Kommen wir zu Microsoft und dort gibt es ja schon sehr, sehr viele Gerüchte rund um das neue Microsoft Surface 5. Die wurden jetzt mehr oder minder zerstreut, so ein bisschen nach dem Schema. Nach dem Event, ist vor dem Event, hat jetzt Panos Panay, der Chef der Surface-Abteilung, in einem Interview bekannt gegeben, mehr oder minder, dass man vorerst nicht vorhat, neue Surface-Modelle zu bringen, zumindest die Pro-Modelle nicht, da man eigentlich so lange abwarten möchte, bis man dem Kunden wirklich etwas völlig Neues oder einen großen Mehrwert bieten kann. Anscheinend gehen sie also davon aus, dass Kunden vom Surface Pro 4 auf das Surface Pro 5 updaten sollen. Wir schließen mit Apple und damit einer mehr oder minder erfreulichen News. Wir hatten ja die News, dass Apple die Provision im Affiliate-Programm kürzen wird, sehr drastisch, von 7 auf 2,5%. Apple hat das jetzt, wie man so schön sagt, klargestellt, in Wirklichkeit würde ich mal sagen. Sie haben es anscheinend ein bisschen mit der Angst bekommen. Diese Kürzung wird nur In-App-Käufe bei iOS-Apps betreffen. Das geht jetzt eine offizielle Stellungnahme hervor. Das heißt, initiale Käufe von iOS-Apps beziehungsweise auch alle Käufe von macOS-Apps bleiben bei 7%. Nur In-App-Käufe gehen auf 2% zurück. Nur muss man da jetzt unter große Anführungszeichen setzen, denn auf der anderen Seite leider sind auch das quasi die größten Umsatzbringer von Apps. Die meiste Kohle wird mit In-App-Käufen gemacht, insofern beschneiden sie dann ja doch den größten Punkt. Aber immerhin besser als gar nichts und ja, für die anderen Bereiche gibt es ja eben immer noch die vollen 7%. Ist jetzt nicht ganz so dramatisch wie zuerst angenommen. Ja, das war's mit der heutigen Folge. Wir hören uns dann morgen wieder. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis bald. Baba. Hört mehr Geek Talk.